Dann komme ich wieder rein. Ich wollte mich eigentlich nur heilen hier. Aber wir können auch ganz raus, mir egal. Nö, wir müssen eh drin bleiben. Wir müssen eh drin bleiben. Wir bleiben, oder? Wo geht das dann hin am Ende? Oh gut, wir müssen dann doch weiter. Okay. Ja, wir müssen, genau. Das Scheiße. Rote Dings ist beim Ausgang hier vorne. Der Rot? Nee, der Gelbe meine ich. Habe ich Rot gesagt? Du hast Rot gesagt. Huch. Da ist die Rot-Gelb-Schwäche. Ja, ja. So, und damit einen wunderschönen guten Morgen. Und willkommen zurück zu Dying Light. Yes. Dying Light 2. Stay farbenblind. You're Dying Light 2. Oh Gott. Was, er ist schon halt wieder direkt in Timbuktu. Da stimmt was nicht. Susie? Ja, ich bin halt gelaufen. Sophie! Sehe ich. Wir werden! Was ist los? Susie, was ist da los? Es war eine Falle! Hau ab! Also, ich folge dem gelben Dings da. Susie? Aber ich höre gerade hier Sophie. Scheiße, hey, Susie, Falle. Ja, das höre ich auch. Was ist denn hier los, ey? Na gut, dann schnell mal hinter. Impfstoff. Hm? Okay. Oh. Ach so, na, ja, gut, klar. Ich sehe Banditen und eine Menge Leichen, Sophie. Es tut mir leid. Wusste ich doch, dass die Schweine uns hintergehen würden. Scheiß auf die Wichser, Aiden. Mach sie alle kalt. Okay. Okay. Wo denn? Ein Wort in Gottes Ohr. Ja, da unten. Ach, da unten. Ja. Eben war die Markierung gar nicht mehr da. Oh, warte mal, da kann ich, können wir da was runterwerfen? Oh, das sind ganz viele Propan. Aha. Mhm. Sehr viele Gasbuddeln. Was auf, findet ihr? Das ist nicht gut. Verpiss dich. Ich kann nicht sehen, Arschgesicht. Bitte? Oh, hier liegen ja viele Dinge hier einfach rumliegen. Du willst tief. Oh. Oh. Geschafft. Keine Überlebenden. Diese Bestien. Oh. Finde die Kristalle. Susie hatte sie. Oh, Susie. Hm. Sie kennen ja nur Alice. Ja schon, komm ja schon. Susie? Karl. Sie haben Karl. Was? Wo? In ihrem Lager. Wir müssen... Susie? Susie, wo sind die Kristalle? Susie? Sophie, ich habe Susie gefunden. Sie ist tot. Ich kann es nicht fassen. Zuerst Birdie, jetzt sie. Verdammt! 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 Du hättest nichts tun können. Nein. Außer, dass ich sie dahin geschickt habe. Joes Leute haben Karl entführt. Und ich sehe die Kristalle nicht. Fuck! Yo. Ja, moin! Verdammter! Was? Ein Unhold. Ein riesiger, hässlicher Bastard. Er ist langsam. Aber sei vorsichtig. Durchsuch die anderen Leichen, Aiden. Vielleicht sind die Kristalle ja noch da. Ja, klar. Ah!
Oh, ich bin down. Was? Ja, das waren zu viele hinter mir. Waren irgendwie 6, 7 Stück. Ich sehe es gerade. Yes. Thank you. I'm going upstairs to the oben. Man muss international bleiben hier. Oh, oh. Ach, die Wurfmesser, die sind schon tot. Ja. Gut. Also der Große. Hab nichts anderes erwartet. Der ging einfach da rein, ist ja doof. Okay. Naja. Das war sehr gut. Ups. Lass die mal herkommen. Ach so. Einfach nur hier hinter mal stellen und guck, der da reinrennt. Ne, da rennt er außen rum. Okay. Oh! Lol. Eben kam auf mich jemand zu und der blieb dann daran hängen und ist dann aufgespießt worden. Hm. Naja. Nun. So wie der hier, Idiot. Und der auch? Lol. Ja! Das ist ja geil! Sophie, die haben alles mitgenommen. Wahrscheinlich bevor du da warst. Alles ist Der macht's jetzt nicht. Also gut. Jetzt gehen wir in die Offensive. Treffen wir uns am Lagerplatz von Jack und Joe auf dem Dach bei der Überführung. Wir gehen Karl holen. Und unsere Kristalle. Jack und Joe werden für diesen Scheiß bezahlen. Oh, Täuschkörper können wir jetzt herstellen. Oh, hinter dir? Ja, fein. Okay. Aiden, wie geht's? Bist du am Leben, Mann? Scheiße, ich werd sentimental. Das habe ich seit meiner dritten Scheidung nicht mehr gesagt. Das ehrt mich, aber mach dir keine Hoffnung. Bin nicht so der Typ für die Ehe. Was über den Mord am Commander herausgefunden? Sophies Bruder hat etwas über Lukas Tod erwähnt. Mehr nicht bisher. Jetzt gibt es ein größeres Problem. Die Banditen, die du erwähnt hast, haben Karl als Geisel genommen. Ah, Scheiße. Genau. Ich helfe Sophie, ihn zu befreien. Gut. Verschafft ihr ihr Vertrauen. Vielleicht finden wir so raus, was sie wissen. Pass auf dich auf. Vielleicht werden sie misstrauisch. Aber wenn du das hinkriegst, lässt uns Ato ins Zentrum. Mhm. Was? Ich hab keine Ahnung, was er will. Na. Wo gibt es denn noch ein schönes offenes Fenster? Wo seid ihr denn, ihr Leutis? Aha. Hä? War ich nicht. Boah. So, wo müssen wir denn, ist ja gleich hier in der Nähe, oder? Ja, passt. 150? Ja. Ja, das kommt mir auch gerade an, die Musik. Aua, aua. Scheiße. Bleibt es denn? Halt doch mal die Maul. Die Maul? Die Schnauze, wolltest du sagen. Ja. Ja. Lass uns hier vorgehen.
Oh, bin noch da. Ach, Hermann. Keiner macht mich mehr an. Na klar. Hermann. Keiner macht mich mehr an. Hermann. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Wenn der das sagt. Ich bezahle dir nicht fürs Schlafen. Steh auf jetzt. Treibstoffbehälter. Das ist ja das Krankenhaus, wo die waren. Ja. Eddie, hier! Ja, wo denn? Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Öffnen. Oh, schade. Mia? Oh nein! 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 Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Ja, und was jetzt? Ja, aber wirklich? Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unsere Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Hätten wir ihnen rechtzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Falls du deine Meinung änderst. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Birdie, auf dich! Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Das Wort ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber recht oder unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und... Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie. Sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Peter hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Ach nee, ich doch. Ich den in der Nacht nicht raus. Ich schwöre, ich schlitz sie mitten auf. In der Nacht? Ganz langsam. Oh, Stück, eine Stunde bis zur Tageslicht, Stück. Okay. Ja, dann warten wir einfach noch ein bisschen, oder? Und Birdie. Für unsere Crew. Ja, hier kommt doch mal eine Spinner.
Ja, aua! Ja. Ich kann hier keine Waffen verwenden, aber ich werde angegriffen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, komm, dann stell dich mal in den Kreis hier. Oh. Oh, lol, das macht denen gar nichts. Ja, eben. Oh, der brennt. Ja, der brennt. Und links von uns ist Kollege Schnürschuh. Ja. Der fällt gerade runter. Der ist nicht tot. Er geht wieder übers Feuer. Und er macht Spagat. Es gibt noch einen. Aua! Wie? Wo noch ein? Ja, hinter dir. Da ist er noch. Hier. Nee, aua! Bei mir ist er nicht. Doch, bei mir. Ja, dann ist es nur bei dir. Ach so, na klar, ja. Sehe ich genauso. Also, weißt du. Geh jetzt schlafen. So. Gute Nacht. Schmoll jetzt. Bonus bei Nacht. 7 EP. Schönen Dank auch. 3 EP. Gut, dann. Was mache ich denn hier? Du rutschst das Dach runter. Nee. Links und rechts mache ich. Oh, lol. Ja. Wow. Das ist ja geil. Oh, wunderbar. Wir haben hier einen unabhängigen... Du bist tot. Nimm das. Na toll. Jetzt bist du dran. Na bitte. So. Siehst du, das war ja voll einfach. Gaswolke hier. Das war ich ja nicht. Achso. Gut, da. Mehl. Ja, wieso nicht? Oh, gut, okay. 50 Meter. Wo müssen wir hin? Ach, da oben hin. Ah, okay. Ja. Er war sofort tot. Ja, gut. So, dann auch hier auch. Zack, Bums. Da bin ich. Hallo. Gut. Ach, der Grimmige wieder. Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Carls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Ach, na toll.
Na, glaube ich nicht. Die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen. Das sagen sie. Aber diese Leute hassen uns, Aiden. So wie jeden, der mit uns arbeitet. Wenn sie also den Verdacht hegen, vor allem jemand wie Sophie. Ich komme mit denen klar. Das dachte Lucas auch. Und sehen Sie nur, wie es endete. Es wäre ein Jammer, wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Basar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lucas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lucas getötet haben, finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Passen Sie gut auf sich auf, Krieger. Alles schwierig. Ich weiß nicht, wen ich trauen soll. Weißt du, wem ich gar nicht über den Weg traue? Also wirklich nicht. Dem Basar? Nee, aber wer hat uns hier... Von wem haben wir lange nichts mehr gehört? Oh, der Hagentyp. Ja. Stimmt. Der also Haken. Irgendwas ist mit dem, glaube ich. Los, der zieht irgendwo die Drähte im Hintergrund. Meinst du, er ist dann der Endgegner aller Endgegner? Das weiß ich nicht, glaube nicht. Der John Bernthal. Aber der lässt sich halt nicht blicken, ne? Ja, ist halt so. Also, gerade worum es jetzt braucht. Merkwürdig. Was ist denn hier unten los? Ach so. Oh, wollen wir da mal hin? Nun, ich sammle noch kurz ein paar Bienen ein hier. Ach so. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Natürlich hast du das nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Weil ja die ganze Zeit einer sagt, oh, bitte töne mich nicht. Lass mich gehen. Wo meinst du, sollten wir hin? Hier unten? Der gerade eine bettelt, da, das hörst du doch da. Oh. Ja, der bettelt die ganze Zeit, also lass mal hin da. Lass mich in Ruhe! Ich hab euch nichts getan! Doch wer diese Scheiße ist, was ist das? Ja. Okay. Oh. Hammer. Hammer. Hat der aber auch eine große Fresse. Hat er tatsächlich. Ja, der hat zu mir gesagt, er hat schon Katzen getötet, die mehr Mumps drauf haben als ich. Die Katzen hatten Mumps? Ja, also. Oh. Ja, gut, traurige Geschichte, aber. Ja, das ist es durchaus. Nicht mein Problem. Nee, das stimmt. So, leben Sie wohl, Herr, Achso, du kämpfst gerade wieder gegen einen Zombie. Naja, gut, du machst das schon. Ja, wir haben die Mission erfolgreich, wir haben die Erfahrungspunkte gesammelt. Alles andere ist da nicht mehr mein Bier. Na,
involviert. Sie haben ja nicht Wert gegen den. Lass den Twitter-User in Ruhe. Der macht das schon. Ich kann mir das nicht mit ansehen. Also habe ich ihn auch gleich getötet. Das habe ich gesehen. Ja. Einfach nur, damit er sich nicht so quälen muss. Mörder! Mörder! Red Röhm, Red Röhm! Ja, gleich rum, Red Röhm! Sieht auch nicht mehr so frisch aus. Also, Papa, es ist noch früh. Ja, sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Ja, wo soll wir denn hin? Wir sind im Questbereich. Ach so. Ja, genau das ist der Punkt. Nur dieses eine Ding. Was macht er denn hier? Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging. Sie meinte. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Ich messe. Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? 25. Wow. Wow, meine Fresse, da geht mir auf den Sack. Das ist interessant. Ja. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo, lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Ist ein bisschen was von Herbert Feuerstein. Noch nicht, aber ich bin vielleicht mehr dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kamen ja, genau, das hatte ich im Kopf. Diese beschissenen Tests. Federico! Nein. Ey, wir können in jedem Satz einfach was einbauen, was wir einfach verrücken können. Ist halt wirklich so. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Und dass du ihn irgendwann findest. Was bauen wir auch so einen Scheiß ein? Mann. Suchst du was Bestimmtes? Ich werde dich helfen. Sophie. Nun, also. Achso. Lol. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan! Ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdie, Ralph, auf euch! Ich liebe euch! Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt.
Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Ja. Weiß nicht, ob wir schon sagen sollen, was mit mir ist, oder... Ja, ich traue ihr trotzdem nicht. Aber weswegen ich ihm so lachen musste. Sie erzählt ganz ruhig, ganz Mutterseelen so, Und ich höre im Hintergrund nur irgendwie ein Geschnitzel und ein Geschrei und ein Geschmatze von Eingeweiden. Das ist... Musst du schon stumm schalten. Meine Geschichten sind gerade nicht so wichtig. Ich verstehe. Ich erzähle meine nicht, dann erzählst du deine nicht. Gut. So meine ich's nicht. Ach nein? Das ist eine alte Geschichte, die noch immer zahlreiche unbeantwortete Fragen hat. Bist du deshalb zum Pilger geworden, um diese Antworten zu finden? Du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus. Zumindest für mich nicht. Ja, weil du mich nicht kennst. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Nun, ich glaube, dieser Typ, der uns eben besoffen entgegenkam, ich glaube, der wird auch sterben und uns dann irgendwie verzeihen und so, und dass er ja uns genau, dass er genau wusste, dass wir es drauf haben. Na klar, ja. Und irgendwie ist uns das aber scheißegal, wir haben ihm trotzdem nochmal ein Messer in die Kehle. Das ist das, was dich gerade beschäftigt? Was? Das ist gerade das, was dich beschäftigt? Nö, das beschäftigt mich nicht. Ach so. Wieso? Nee, weil wir haben gerade mit Sophie geredet. Dann kam Barney. Wir haben Barney gefragt, wo Sophie ist. Und Barney hat gesagt, sie ist da drüben. Ja, stimmt. Die ist jetzt wieder hier auf dem Dach. Interessant. Also, was? Ja, der hat uns so abgelenkt, dass sie halt ganz schnell hergelaufen ist. Ach so, und ja. Und wir auch klar. Plötzlich vergessen haben, wo sie war eigentlich. Ach ja. Verstehe. Guck dir mal den Hintern an. Oh. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Okay, lass okay, gleich. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Jack und Jones? Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Nee, ich war so ein Loch. Ich habe drei Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Battenditenlager. Da ist immer so ein King drin. Ach so, okay. Oh nein. Oh, das erinnert mich sehr an... Ja, okay. Das ist... Die Division. Ja, Division und Mad Max und wie sie heißen. Genau. Okay. Oh, nicht viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen.
Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Ja. Das Tango Motel. Okay, das wird ja noch richtig spannend hier gerade. Durchaus. Ja, toll. Ja, da müssen wir also rein. Ja. Was machst du? Ich gucke auf das Hotel und höre nur links neben mir. Was tut es? Das war ich. Ja, ja. Molotow. Mazeltov. Hm. Nett. Ja, danke. Blenders. Oh Gott. Ich gehe. Ichiranimo. Ich muss noch ein bisschen was herstellen hier, glaube ich. Ach, das hast du jetzt! Nein, herstellen muss ich nichts. Ich muss nur. Ach du. Eine Runde. Burn, motherfucker. Burn. So, es hieß ja, der Haupteingang ist zu gut bewacht. Also gehen wir da drüben rein. Hast du die alle schon gelootet hier? Mehr Gas bei mir nicht. Na gut, der hier, okay, ja, mein Gott. Echt? Ich konnte alle looten. Alle. Ja, ja, ein paar. Also gehen wir hier rechts hier, zu diesem kleinen Plateau hoch, oder? Ja, können wir. Das habe ich gerade noch gesehen. Ach du Scheiße. Das habe ich noch gesehen. Das sah heftig aus. Tarnung. Ja, kennen wir auch. Ja, mein Gott. Also, ja. Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Oh. Oh. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tue, was ich kann. Jojo. Ruhig Blut. Ruhig Blut. Aber du Weiler! Ivina, komm, Bigger! Baba, sabbat, jabbat, du Carlos, sabbat, jubel, sabbat, du Sa! De Ecuador! Ecuador! Das kenne ich tatsächlich, aber nicht ohne diesen Brabbel da. Doch! Hä? Der brabbelt genau das. Was denn? Hast du irgendwas geworfen? Ja, ein Speer. Achso. Oh nein, nein, nein. Kein Alarm. Irgendwie geht der nicht tot. Sache. Na gut, dann bleibt er unten. Ja, dann bleibt er unten. Guckt der denn? Okay. Wir sind ihm egal. Warte, ich hab'n Speer. Ich auch. Ah, gut.
Oh, oh, ich höre. Ist tot. Gut. Wie, nimm das, du Bastard. Wo denn? Wo seid ihr denn? Nimm das! Ach, hier, oh. Ja, okay. Hab ich gekillt. Ich hab was für dich, ab. Wir können hier oben auf das Windrad. Muss ich da hoch? Ich weiß nicht, willst du? Nee, ich nicht, aber... aber deshalb muss ich. Das weiß ich nicht. Oh Gott. Aber du machst das schon. Ich geh mal weiter. Ach, fuck off. Okay, oh, okay. Was für ein Scheiß! Hier oben irgendwo ein Speer oder so? Nee, aber ich habe ja noch ein paar Mollys mitgemacht. Ich hab Was? Ich hab ausgemacht. Was hast du ausgemacht? Ich kann nur einschalten und ausschalten. Und was hast du, auf welchem Zustand war das, bevor du da rumgefummelt hast? An! Jetzt ist es aus! Ja, ich glaube, das ist der Alarm, oder? Weiß ich nicht. Oh, weiß ich nicht. Sag mir doch, wo ich hin muss. Sag mir doch. Nö. Fuck auf, du Wichser! Oh! Ja, ist doch gut. Wow. Blöder Wichser! Was zum Bei diesen Teufel Leuten da... Was? Was? Hast du hier eine Energieleiste? Ach, da unten! Ich hab'n ganz flau. So. Mein Glitzer. Okay. Ups. 3 Minen und ein Molly. Wieso auch nicht? Wusste nicht, dass es funktioniert, aber okay, es funktioniert. Ja, genau. Stabile Schuhe habe ich von ihnen bekommen. Stabil. Oh. Ah. Oh. Ist tatsächlich wie Division. Ja, geil. Wir danken dir. Denk dran, Pilger. Okay. Und ein Stufenaufstieg. Oh, Händler. Oh, das ist ein Waffenhammer. Oh, da ist eine Knarre dran vorne. Ich hau mir der Knarre einfach zu. Wie heißt die Waffe bei dir? Waffenhammer. Ah, okay. Nee, ich hab ein Hackmesser. War nicht schlecht. Die haben eine Waffe daran gebastelt, aber mit der Waffe, das ist halt der Eisenhammer da dran.
Das ist ja witzig. Ach. Nun ja. Er hat aber nichts, was ich brauche. Du bist hier immer willkommen. Ziemlich schwache Sachen sogar. Oh, danke. Wenn du mal irgendwas brauchst, frag nach Christopher. Okay. Im Wasserturm gehen ganz schön üble Sachen ab. Ich bete für dich. Okay. Anscheinend gibt es ja nichts, weil das ja eh unser Lager ist, so. Ja, ja, eben. Ein Pilger zum Beispiel. Ja gut, dann mal weiter. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Ach, Iron Man. Sophie, ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie, bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf, schnell! Ja, ruhig Blut, Digga. Ja, ruhig Blut. Ja, sollen wir da hin oder was oder wie? Oder wer? Ja, direkt hin, ja. Ja. Ich will nochmal kurz hier oben rauf. Ich folge dir. Achso, das ist die Windmühle hier. Okay. Ja. Aua. Oh Gott! Ja, du musst es ja springen. Ja, ich geh dir einfach hinterher. Ich war vorsichtig. Du nicht. Scheiße, ich war's. Das ist da drüben, nicht klar? Naja, hier waren drei Zombies, die muss ich kurz mal noch abschnitzen. Oh, klar, ja. Ist das ein Gebiet oder was? Ja, doch, hier. Nee, der bleibt da stehen. Achso, jetzt ist er rausgerannt. Okay. Okay, gut, das war's. Okay. Fein. Sehr gut. Spinner. So, was gibt's denn hier Feines? Aha. Hauptquest, die gibt's hier. Bitte. Aiden, aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm.
Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Ah, Hakon. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Oh nein! Oh, was machen wir? Ich würde mich mit Sophie treffen, oder? Ja, eben. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich. Okay. Das traf auf Verständnis? Ist Hakon irgendein gut? Warte, warte. Bleib genau hier stehen. Bleib genau hier stehen. Was denn? Bis zur nächsten Folge. Okay. Wir sehen uns dann.